So, Hallöchen, willkommen zurück. Hier sind wir letztens stehen geblieben, also da wollen wir hoch. Und ab geht die Luzi. Ryder, gut, dass Sie hier sind. Wir haben mit Dr. Eridana und Ihrem Team diskutiert, wie Sie nach Meridian kommen. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Wenn Sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Das könnte Ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Wurde es getestet? Was, wenn es nicht funktioniert? Sie sind doch clever. Ihnen wird schon etwas einfallen. Wir handeln gegen die Initiative und sind auf uns allein gestellt. Das haben Sie nicht gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. Das ist Berufsrisiko. Es ist Teil des Jobs als Pathfinder. Dann gehen wir es an. Der Archon wird nicht untätig rumsitzen. Sie werden zuerst die Ghoststorm-Technologie erforschen müssen. Anschließend treffen wir uns dann bei Meridian. Viel Glück. Ja, normalerweise stehen da zwei andere Pathfinder. Die Geißel macht das allerdings schwierig. Ah, die Arche haben wir noch nicht geholt. Die werde ich dann gleich mal holen hier. In dem Part. Es dauert nämlich eine Weile. Papp, 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 nicht hängen bleiben. Alles gesichert. Naja, schön für dich. Mal hier, komm, komm, komm. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Naja, jetzt sind wir ruhig, Sam. Die Ghost Storm Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Pathfinder, ausgezeichnet. Sie haben dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ja. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung, aber wir wissen, dass sie sich irren. Die Aktivierung der Gewölbe reicht nicht. Wir brauchen noch das Herzstück. Ich doch nicht. Wir werden uns ihnen widersetzen. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghost Storm Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder, Raker? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Kette ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Kette mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt doch nach einem soliden Plan. Raker, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute, es ist soweit. Legen wir los. Ja, da fehlt ja nämlich noch was. Von Cora, ein Satz. Das machen wir jetzt nicht. Nein.
Kindern, Band, Planning. Da. Ah, das müssen wir danach auch noch machen. Dann haben wir nämlich alle Archen da. Alle Pathfinders, die mich danach unterstützen. Das ist ein ziviles Schiff. Was sollen sie machen? Mein... Was haben wir denn hier? Wieso? Geben Sie bei unserem nächsten Besuch auf Kedara einen aus? Machen Sie Witze. Sie sollten mal meine unbezahlten Rechnungen dort sehen. Ohne erhebliche Aufbereitung ist es unverdaulich. Die Hydrolyse der Zellulose wäre extrem ineffizient. Wollen Sie immer noch rausfinden, wie Sie die Pflanzen in Helios essbar machen können? Oh, Mist. Ich habe schon wieder laut gedacht, oder? So, die andere Arche finden. Die Leute da retten. Nach Hause bringen. Da sind noch ein paar Feinde drauf. Den wir nachher zum Schluss richtig brauchen. Und ab. Wir nähern uns jetzt Korras Nachpunkten. Etwas ist dort. Vielleicht eine Arche. Verdammte Geißel. Sam, hilf mit Sensoren. Schwer zu glauben, dass die Lucinia das überlebt hat. Was will die Asari-Arche hier? Verirrt vielleicht. Oder sie sucht was. Sarissa hat Pläne für die Jäger der Dezimierung. Von ihr stammt das Handbuch für Krisen. Die Elite-Soldatin, glauben Sie immer noch, die schafft alles? Sarissa war eine Legende, bevor sie Leibwächterin des Pathfinders wurde. Sie hat einen Plan. Aha, Schiff der Initiative geortet. Lebenszeichen. Minimale Energie. Mehrere Rumpfschäden. Ein Wrack. Wenn sie fliegen kann und die Crew lebt, ist alles okay. Carlo, wir gehen rein. Ich versuch's. Eine Andockbucht funktioniert bestimmt noch. Naja. Liam, hast du irgendwelche Zuckung? Wir sind an Bord. Irgendeine Reaktion auf Funksprüche? Nichts. Vielleicht sind ihre Sensoren kaputt. Hier sieht's ja aus. Das war keine Weltraumschlacht. Sie wurde geentert. Hallo? Ist da jemand? Wir sind hier, um zu helfen. Ich wünschte, wir hätten mehr Rettungsausrüstung mitgebracht. Dekompression eingeleitet. Verreckt, ihr Cat-Monster! Wir sind keine Cat. Wir sind ein Pathfinder-Team. Ryder, Lieutenant Harper und... Sam, sende ihr unsere Identcodes. Bestätigt. Tut mir leid. Ich bin Captain Atandra von den Resten der Lucinia. Kommen Sie auf die Brücke. Vielleicht können Sie dabei helfen, dieses Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Puh, das war knapp. Die hat uns wirklich okay, rausgeballert. Ich wäre ja auch nervös, aber das war knapp. Gibt's denn hier kein Datenpack oder so? In diesem Bereich wurde gekämpft. Aber keine Leichen.
Was auch immer passiert ist, es hat den Cap. Okay. Ganz schön aggressiv gemacht. Wenn die Tempest so aussähe, wie würden Sie sich dann fühlen? Es ist aber nicht die Tempest. Und außerdem die Tempest haben wir erst die Gehirn gekriegt von der Nexus. Ist nicht unser Originalschiff, ja? Also. Unser Originalschiff ist die Hyperion. Sie würden ein Pathfinder-Team ins All blasen? Natürlich! Wir können kein Risiko mehr eingehen. Sarissa Therese, Pathfinder. Der Captain tadelt mich gerne. Ist gut für ihren Blutdruck. Cora hier dachte, die berühmte Sarissa hätte alles im Griff. Ich dachte, Matriarchin Ishara wäre Pathfinder und sie wären Leibwächterin. Ihre Tiamna. Ich war Asari-Elite-Soldatin und kenne ihre Bücher auswendig. Matriarchin Ishara ist tot. Sarissa hat übernommen. Und die Cat sind trotz ihrer Bücher auf meiner Arche. Warum sind die Cat hinter ihnen her? Matriarchin Ishara starb bei Verhandlungen mit den Cat. Also nahm ich ihnen auch etwas Wertvolles. Ich stahl ein Modul mit taktischen Daten. Ihre Geheimwege durch dieses Phänomen. Wir nennen es die Geißel. Wenn wir die Cat hier abhängen könnten, hätten wir bessere Chancen. Ihr Archon hat seinen Eliteagenten, den Recken, und seine Dezimierung auf uns gehetzt. Jeder Kampf gegen den Recken bringt neue Verluste. Letztes Mal hat er Truppen an Bord geschickt. Sarissas Diebstahl hat die Lage erschwert. Von wie vielen Cat an Bord reden wir? Das ist unklar. Sie sind unten eingesperrt. Wir haben mit unseren Ressourcen Zivilisten evakuiert. Der Recke will, dass Sarissa bezahlt. Pathfinder müssen Risiken eingehen. Ich weiß das. Göttin, schütze mich. Wie kriegen wir die Arche hier raus, bevor dieser Recke wieder zuschlägt? Mit einem ULG-Stoß. Aber wir haben seit der Evakuierung nur Minimalenergie. Der Antriebskern ist tot. Leider sind die fraglichen Systeme unter Deck. Zusammen mit den Cat-Soldaten. Ein zweites Pathfinder-Team könnte helfen. Sie aktivieren den Antriebskern und mein Sam und ich entschlüsseln die Cat-Daten. Wir verwenden die Fluchtwege des Recken gegen ihn. So gut wie erledigt, Ma'am. Der letzte Bericht kam aus der Hangarsteuerung. Ich gebe Ihnen Zugang. Aber Vorsicht. So, ach so. Wir müssen ja noch benutzen. Cora? Pathfinder gehen Risiken ein. Das stimmt. Matriarchin Ishara, ihr Vater, Raker für die Salarianer. Wir würfeln und... Hey, manchmal gewinnen wir. Kommen Sie, je früher wir die Elite-Soldatinnen finden, desto besser. Manchmal gewinnt er. Cora, hast du irgendeinen Trick, was du mir nicht verraten willst? War es auch so still, als die Archen durch den Orkusnebel flogen? Dieser Gedanke macht wirklich Mut. Die Lucinia wird wieder sein wie vorher, wenn wir sie zu Nexus gebracht haben. Wir sind da. Hangarsteuerung. Eine Elite-Soldatin. Gehört wahrscheinlich zu Sarissas Team. Halt! Im Namen der Göttin, ich werde... Ihre Retter erschießen? Retter? Und Menschen? Ihre Arche hat's geschafft? Nur knapp. Ich bin Ryder, Pathfinder der Menschen. Das ist mein Team. Ich bin Vedaria Domali, Sarissas neue Stellvertreterin. Tut mir leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen die ULG-Energie wiederherstellen. Ja, ich habe das Problem untersucht.
Das Schließen der Hangartüren müsste es lösen. Die Cat haben die Türen aufgebrochen. Und die Sicherungen ziehen Energie ab. Sam hat bestimmt einen Override für alles, was die Cat getan haben. Cat überleben kurzzeitig im Vakuum. Wenn wir die Türen schließen, haben die Jäger des Recken keinen Fluchtweg mehr. Ich hoffe nur, die Energie reicht für ILG. Ich... Vidaria, denken Sie an Sarissas Handbücher. Atem, Entschlossenheit, Handeln. Atem. Okay. Untersuchen Sie die Konsole. Ich passe auf. Naja, du passt auf. So, jetzt müssen wir nämlich hier die Konsole machen und da stehen bleiben. Leite Sequenz zum Schließen der Hangartüren ein. Cat! Alles im Griff! Schützen Sie die Konsole, während Sam arbeitet! Kontinuierlicher Beschuss! Jawohl, Ma'am! Na komm! Ah! Zeigt ja ein wunderschönes Gesicht, Mädel. Hangartüren zu 21% geschlossen. Wer schießt denn hier auf mich? Hangartüren zu 53% geschlossen. Komm, Murmel her. Zeig deine Murmel. Hangartüren zu 77% geschlossen. Warum was später? Den Fetzer zuerst, komm. Hangartüren geschlossen und verriegelt. Kettenzugang abgeschlossen. So, jetzt kann man hier ein bisschen aufräumen. Und jetzt okay, noch einsacken. Müsste es gewesen sein. Ziemlich dunkel dafür, dass wir wieder Energie haben. Vidaria? Fragen wir sie. Wo? Was war das? Ich nehme an, dass einige elektrische Anschlüsse der Arche soeben überladen wurden. Scheiße. Vidaria? Sam sagt, wir haben elektrische Anschlüsse verloren. Ich weiß! Die Überlastung hat einen Brand ausgelöst! Verdammt! Was kann die Überlastung ausgelöst haben? Etwas entzieht auf den unteren Decks Energie. Etwas Großes. Vielleicht hat ja die Dezimierung dafür gesorgt. Das traue ich diesen Schweinen schon zu. Die Cat, wenn sie die Reparatur lange genug verzögern, dann holt uns das Schiff des Recken ein. Wenn wir schnell und effizient sind, schlagen wir sie. Okay, zuerst die letzten Stase-Kapseln. Ich überprüfe sie. Sie könnten unten den Grund des Energieentzugs suchen und bei dem Feuer helfen. Wo sind die unteren Decks? Die Wohnquartiere. Ich öffne den Wartungszugang. Da kommen sie durch. Viel Glück. Mögen die Cat in der Leere vergehen. Na dann. Ryder, hier ist Sarissa. Wir haben erst ein wenig Energie und dann einen Schadensbericht bekommen. Was ist passiert? Ein Unfall. Wir kümmern uns darum. In Ordnung, machen Sie weiter. Wir bereiten den Antriebskern vor. Wir lassen Sie nicht im Stich, Ma'am. Natürlich nicht, Lieutenant. Sarith. Ich muss jetzt mal gucken. So, wie ihr seht, kann ich jetzt 200 Teile mitnehmen. Hab ich volle Munition? Ja. Keine Energie für Licht. Passen Sie auf, wo Sie hintreten.
cool. Gefasst bei den Stasekapseln. Ah, Mist! Keine Energie für die Aufzüge. Vidaria, durchtrennen Sie die Mech-Schlösser des Aufzugs. Wenn die Arche so gebaut ist wie unsere, können Sie im Schacht hinunterklettern. Gute Idee. Danke, Ma'am. So, könnt ihr pausieren. So. Hier genauso. So viele Leute. Eingepfercht. Wartend. Ständig gehen Alarme los. Die Cat haben ihnen das angetan. Aber letztlich haben sie es geschafft. Und die Arche wird es auch schaffen. Ja. Yep. So, wir gehen. Da müssen wir durch, aber wir haben hier noch. Hey, eine Tür. Wir haben Gesellschaft. Die vor. Der hier ist zum Tod, um ihn zu fragen. Hier geht's nicht weiter. Also geht jetzt durch die Tür. Ich nehme einen kleinen Part auf, also keine Sorge. Nochmal. Zwei Cat haben sich an den Stase-Kapseln zu schaffen gemacht. Jetzt nicht mehr. Gute Arbeit. Denken Sie an Sarissas Handbücher. Bleiben Sie unauffällig. Natürlich. Die Kapseln sind sicher. Ich verfolge weiter den Energieentzug. So, jetzt haben wir hier Feuer. Warum funktioniert das Sprinklersystem nicht? Entweder zu wenig Energie oder die Explosion hat die Brandkontrolle beschädigt. Nein. Wir können das reparieren, wenn wir die Steuerung finden. Und kämen dann an das, was die Energie abzieht, ohne angesenkt zu werden. Hier, Vidaria. Die Cat haben mich entdeckt. Ich sitze in einem Luftschacht fest. Machen Sie Ihre Biotik bereit und schalten Sie sie aus, wenn Sie vorbeigehen. Aber Sie werden mich hören. Sie sind eine Jägerin. Ein geräuschloses Raubtier. Okay. Ausschalten. Na komm. Brauchst du nicht zu verstecken. Vorsicht, sie sind über uns. Was, wo? Wo denn? Ach da. Gott. Was machst denn du da? Die Cat wollten zur Steuerung des Sprinklersystems. Da drüben. Schalten Sie die Sprinkler ein, dann können wir das Feuer löschen. Das ist durchgeschmort. Was für eine Ironie. Der elektrische Anschluss ist beschädigt. Ich schlage vor, Sie suchen nach einer Alternative. Was auch immer hiervon mit Energie versorgt wird. Die Arche braucht die Brandkontrolle dringender. Versuchen wir es nochmal. Jetzt geht's auch schneller. Das wird uns abkühlen. Vidaria hier. Ich hab die Cat erwischt. Sie mich auch. Aber ich bin okay. Gut gemacht. Und jetzt, wo die Hangars geschlossen sind, konnte ich auch den eigentlichen Verursacher des Energieentzugs ausfindig machen. Hier ist der Nachpunkt. Wir sehen uns dort. Ja. Hier, Captain Atandra. Wir wärmen gerade den Antriebskern auf, aber wir brauchen mehr Saft. Wir sind dran, Captain. Gut. Das Schiff des Recken ist immer noch irgendwo da draußen. Wir haben so viele verloren. Und Matriarchin Ishara auch. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Aha, geht's denn hier lang? Terminal. Aha. Eine Technikerin ist gegangen, bevor sie ihren Arbeitsplatz aufräumen konnte.
Diese Komponenten stammen aus Systemen der Arche, auch zur Energieverteilung. Das erklärt unser Problem. Wozu sollte jemand die Arche ausschlachten? Wozu wohl? Ah, au! Spüren Sie das auch? Woher kommt das? Sieht aus wie ein Beobachtungsdeck. Hier wurden die Leute evakuiert. Sie haben alles fallen lassen, was nicht unbedingt erforderlich war. Der Göttin sei Dank, Sie sind okay. Das hier entzieht die Energie. Was ist das? Die Angriffe haben die Hülle durchstoßen. Und jemand hat dieses Masseneffektfeldgerät aufgestellt. Das Feld hält die Hülle zusammen und ermöglicht die Evakuierung vom Deck darunter. Und wer empfänglich für Masseneffektfelder ist, kriegt Migräne. Stimmt. Aber man überlebt. Das Deck ist jetzt verlassen. Schalten wir das Gerät ab. Ich hab's versucht, aber nichts. Können Sie es scannen? Vielleicht weiß ihr selbst eine Lösung. Das Gerät erfordert zur Abschaltung zwei Personen. Eine trennt die Kabel und die andere bedient das Gerät selbst. Ich übernehme das Gerät. Achtung! Einmal begonnen, muss der Zyklus der Ausfallsicherung auch abgeschlossen werden, sonst brennt das Gerät durch. Okay. Bisschen zeitig für diesen Part, aber wir machen das im nächsten Part. Haut rein! Und